Herzlich willkommen zu Sallys Welt. Ich möchte heute nach langem Warten endlich das Schwangerschaftsupdate machen. Kurz vorweg, der Murat ist heute leider nicht mit dabei, der muss arbeiten, der hat heute Spätschicht. Aber ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt trotzdem kurz ganz alleine, damit ich eure Fragen beantworten kann. Also aktuell bin ich jetzt in der 29. Schwangerschaftswoche schon, das heißt, ich habe nur noch knapp 11 Wochen bis zur Geburt. Also eigentlich nicht mehr so lange. Ich finde, die Zeit vergeht auch viel zu schnell und es geht alles ruckzuck und ja, noch 11 Wochen und dann haben wir schon unser Baby in den Armen. Also heute erfahrt ihr übrigens auch, was es wird, ein Mädchen oder ein Junge. Und das verrate ich euch am Ende. Aber am Anfang möchte ich noch so ein paar Fragen beantworten. Und zwar habe ich mir so ein bisschen was aufgeschrieben. Also zuerst mal aktuell, wie gesagt, 29. Woche. Mir geht es zurzeit ganz gut. Mein Bauch wird halt immer runder und immer dicker. Und immer größer, es wird immer schwerer. Vor allem nachts ist es halt ziemlich schwierig zu schlafen, weil ich eigentlich nur noch rechts oder links schlafen kann. Manchmal erwische ich mich, dass ich dann aufwache und liege auf dem Rücken und es tut dann mega weh, weil sich der Bauch irgendwie total reindrückt. Aber auf jeden Fall wird es immer anstrengender. Aktuell geht es mir ganz gut. Das mit dem Rücken wurde jetzt auch besser. Ich war jetzt auch 6-mal bei der Krankengymnastik, also bei der Physiotherapie und habe da am Rücken wie so Akupunktur bekommen. Aber ich glaube, es war keine Akupunktur, sondern es wurden immer nur so, wurde der Rücken so ein bisschen angeregt und dann durfte ich auch schon wieder gehen. Also es wurde echt viel besser und ich muss halt immer beim Sitzen darauf achten, dass ich nicht im Hohlkreuz sitze, weil das verursacht anscheinend die Schmerzen. Und ich stehe auch nicht mehr so lange, mache beim Dreh auch immer wieder Pause. Und wenn wir schon beim Dreh sind, also aktuell gibt es ja immer noch von mir 3 Videos die Woche. Das möchte ich auch noch eine gewisse Zeit so beibehalten. Es macht mir natürlich auch sehr viel Spaß. Es ist zwar anstrengend, aber es ist ja nicht so, ich meine, ich muss da sowieso was kochen oder was backen, weil ich das gerne mache. Und wir müssen ja auch was essen. Und ob jetzt dann die Kamera mitläuft oder nicht, ist ja dann für mich im Prinzip egal. Von daher kann ich ja weiterhin die Videos für euch drehen. Und der Murat unterstützt mich ja immer mit dabei. Jetzt kann ich es ja erzählen, der ganze Haushalt schmeißt eigentlich im Moment, er ist ja nicht da. Er macht den Boden und saugt immer und wischt immer und nimmt mir da eben die Arbeit ab. Ich mache die Küche und er macht halt den Rest. Deswegen ist das ganz gut. Ja, später wird er wahrscheinlich wieder schimpfen, aber naja, jetzt habe ich es halt erzählt, ist egal. Was sich bisher zu meiner ersten Schwangerschaft so ein bisschen unterscheidet ist, bei Samira war es ja meine erste Schwangerschaft und man hat ja nur einmal die erste Schwangerschaft, das heißt, da ist die Aufregung viel größer und ich habe mir damals zu dieser Zeit, also so Ende 29. Woche, habe ich mir dann schon ein paar Sachen gekauft natürlich. Ich habe mir überlegt, was für einen Kinderwagen nehme ich, was für einen Autositz hole ich. Ich hatte schon ganz viele Klamotten, das ist ja klar, weil es halt ziemlich aufregend war. Dieses Mal ist es so, ich habe im Moment eigentlich noch gar nichts gekauft, weil ich habe von Samira noch ganz viele Sachen und ja, deswegen räume ich da erstmal alles raus, was ich habe und schaue dann einfach, was mir noch fehlt. Was mir aktuell noch fehlt, ist ein Kinderwagen und ein Autositz und zwar deswegen, weil wir damals, als wir noch Studenten waren, also ich habe studiert, als ich schwanger war und da hatte ich einfach so eine günstige Variante gewählt, so für den Übergang. Oder ich habe halt gedacht, das wäre eine gute Marke, weil ich immer dachte, das wäre eine deutsche Marke. War es aber dann leider doch nicht und leider hat sich herausgestellt, dass der Kinderwagen eben doch nicht so gut war und ich hatte ihn damals im Internet bestellt, konnte ihn auch nicht mehr reklamieren. Auf jeden Fall war der nach 3 Monaten ungefähr kaputt. Deswegen brauche ich auf jeden Fall einen neuen Kinderwagen und auch einen neuen Autositz. Denn beim Autositz war das Problem, also das war auch so ein Kombi-Set. Das heißt, ich hatte den Kinderwagen, da war ein Buggy mit drunter und auch den Autositz. Und da war halt das Problem, der Autositz hatte kein Isofix. Also falls ihr nicht wisst, was es ist, das kann man mit Isofix befestigen, man praktisch den Sitz direkt am Auto und dann wird das Kind eben noch angeschnallt. Und der Sitz kann dann immer im Auto mit drin bleiben und ist dann auch immer fest. Und das finde ich immer ganz gut, weil wenn ihr zum Beispiel mal fahrt ohne Baby, also wenn das Baby zum Beispiel zu Hause bleibt und ihr geht einkaufen und der Sitz liegt eben locker im Auto, dann ist es halt ziemlich gefährlich, falls ihr mal bremsen müsst und das Ding schießt euch dann eben durchs Auto. Aber auch wenn das Kind mitfährt, ist es immer ganz praktisch mit Isofix, weil dann eben da einfach viel mehr Stabilität mit dabei ist. Und das hatte ich damals eben nicht und da war es auch wirklich mal so, da habe ich mal scharf bremsen müssen und Samira saß im Sitz und dann ist der Sitz komplett irgendwie umgekippt. Also das war ziemlich... ja, voll der Schockmoment.
Aber ja, deswegen brauche ich da auf jeden Fall einen neuen Sitz. Vielleicht kennt ihr da ja irgendwas und könnt mir da mal was empfehlen. Ich schaue mich auf jeden Fall selber auch nochmal um in verschiedenen Babyfachgeschäften, denn dieses Mal bestelle ich nicht aus dem Internet, sondern lasse mich auch gut beraten. Aber vielleicht habt ihr da irgendwelche Marken, die ihr mir empfehlen könnt beim Kindersitz, und also bei der Autoschale und beim Kinderwagen. Da wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar. Also was sich auch unterscheidet, mir wird es ziemlich warm. Und ich komme immer total schnell außer Puste, auch schon beim Reden. Ich schwitze jetzt gerade schon, obwohl ich eigentlich nur hier sitze und rede. Auf jeden Fall, was wollte ich noch erzählen? Dann haben ganz viele eben noch gefragt, was unterscheidet sich so zur ersten Schwangerschaft? Also auf jeden Fall bin ich nicht mehr so fit wie damals mit 22, muss ich halt schon dazu sagen. Aber ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Und jetzt haben wir halt auch gerade die warmen Tage, wobei es jetzt im Moment gerade geht. Aber auf jeden Fall ist es ziemlich anstrengend. Jetzt habe ich auch wieder so meine Phase, in der ich total müde bin. Liegt wohl daran, dass ich nachts nicht so gut schlafen kann. Aber ansonsten unterscheidet es nicht so arg viel, weil auch bei Samira war die Schwangerschaft ziemlich ruhig. Ich habe zwar damals studiert und jetzt bin ich eben aktiver, aber so unterscheidet sich es eigentlich nicht. Nur kann ich mich eben nicht so oft ausruhen, weil ich habe ja schon die Samira und den Murat und die wollen ja beide Aufmerksamkeit. Von daher, ja, aber beide unterstützen mich, von daher ist das ganz gut. Viele hatten mich dann auch gefragt, ob ich ein bisschen was zu Samiras Geburt erzählen kann. Das mache ich jetzt auch ganz kurz. Und zwar hatte ich bei Samira den Entbindungstermin am 10.11.2010. Und als der Termin da war, war Samira noch nicht da. Sie kam dann erst am 14. auf die Welt. Und das ist auch so eine ganz süße Geschichte, denn am 14., nee, das erzähle ich euch gleich. Also es war dann bei Samira so, am 13. November, kennen wahrscheinlich viele, die selber schwanger sind oder schwanger waren. Und zwar habe ich dann meine Mama zu mir gerufen und habe gesagt, Mama, komm, hilf mir mal heute ein bisschen beim Putzen und beim Aufräumen. Irgendwie hatte ich total das Bedürfnis, die Wohnung sauber zu machen und alles herzurichten. Und das ist ja so dieser Nestbautrieb, den man hat. Und da haben wir das gemacht und ich hatte halt währenddessen so den ganzen Tag immer Rückenschmerzen und da gab es halt immer so einen Stich im Rücken und es hat gezogen irgendwie, aber ich habe mir halt nichts dabei gedacht. Ja, und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass Fruchtwasser ausgetreten war, aber jetzt nicht so, wie man es aus dem Fernsehen kennt, so platsch und alles ist raus, sondern einfach so war anscheinend ein Riss in der Fruchtblase. Dann habe ich den Murat angerufen. Nee, Moment, das war so. Ich habe erst den Murat angerufen und habe gesagt, du, ich habe jetzt Pizza gemacht und schiebe es jetzt gleich in den Ofen. Wann bist du da? Und dann hat er gesagt, ja, so in 10 Minuten bin ich da. Und ich habe dann noch gesagt, ja, mach keinen Stress und keine Eile. Wir hatten damals auch kein Auto und waren gerade auf Autosuche sogar parallel noch. Und er wurde gerade von seinem Schwager zu uns nach Hause gefahren. Und dann habe ich eben gemerkt, okay, Fruchtwasser ist ausgetreten und es geht los. Wobei ich jetzt keine Wehen gespürt habe, aber der Schmerz im Rücken war wahrscheinlich so ein bisschen die Wehen. Und habe ihn dann nochmal angerufen, habe gesagt, du, ich schiebe die Pizza doch nicht rein, ich friere sie ein, weil ich glaube, wir müssen so langsam ins Krankenhaus. Aber mach keine Panik und keinen Stress, ruf keinen an, wir gehen alleine. Und ja, dass einfach nicht so die Massenpanik auftritt. Vor allem habe ich gesagt, sag meinen Eltern nichts und deinen Eltern oder deiner Mama nichts, dass eben da nicht später 100 Leute im Krankenhaus mitstehen. Im Endeffekt war es dann leider doch so. Also meine Eltern waren da, meine beste Freundin Nadja war da. Die hat übrigens gerade einen Kuchen gebacken, weil sie am 14. November nämlich Geburtstag hat. Und das war auch ganz witzig. Eigentlich müsste sie jetzt mit dabei sein. Naja, ich habe sie nämlich angerufen, habe gesagt, du Nadja, es geht los, wir müssen ins Krankenhaus. Holst du mich? Gehst du mit mir mit? Und sie sagt einfach am Telefon, du Sally, ich backe gerade einen Kuchen, ich kann nicht. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, dann halt nicht. Und 2 Minuten später hat sie dann angerufen und gesagt, oh mein Gott, ich bin unterwegs. Also die hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht irgendwie realisiert, dass es wirklich losgeht. Weil wir hatten eigentlich ausgemacht, ich rufe sie nicht mehr an, weil immer, wenn ich sie die Tage vorher angerufen habe, war sie schon total in Panik. Das eine Mal saß sie im Zug und hat sich schon 1000 Szenarien überlegt, wie sie aus dem Zug aussteigen kann und dann schnell zu mir kommen kann, damit sie die Geburt ja nicht verpasst. Auf jeden Fall stand dann die Nadja noch da, dann war damals noch ein Freund mit dabei und wir waren, glaube ich, zu 8 oder so im Krankenhaus. Also es war wirklich krass. Mache ich dieses Mal auf keinen Fall so. Diesmal, keine Ahnung, wenn der Murat nicht still sein kann, sage ich es ihm auch nicht am besten. Und ja, dann waren wir im Krankenhaus, aber dann war alles noch ganz ruhig und sie haben auch gesagt, heute kommt das Baby nicht, weil einfach keine Wehen da waren. Und dann habe ich damals auch ein Mittel bekommen, dass ich nochmal schlafen kann, also praktisch so ein schmerzhemmendes Mittel, weil so leichte Bauchschmerzen hatte ich dann schon
Und ich habe dann einfach praktisch über Nacht nochmal Kraft gesammelt und am nächsten Tag war dann halt die Geburt. Ja, jetzt habe ich eigentlich die Überraschung schon verraten, weil Samira kam ja am Geburtstag von meiner besten Freundin Nadja. Naja, wie auch immer, damals wurde die Geburt eingeleitet. Also ich habe dann so Tabletten bekommen zum Schlucken, damit ich eben Wehen bekomme. Und es war eigentlich so das Schlimmste, was ich bisher in meinem ganzen Leben erlebt habe. Weil diese künstlichen Wehen, die kommen halt plötzlich und dann immer direkt nacheinander. Du hast eigentlich kaum Pause noch, das zu veratmen und zu verarbeiten. Und es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Ich weiß sogar, ich habe während der Geburt noch gesagt, ich mache nie wieder ein Kind und ich adoptiere am besten nur noch Kinder. Aber ja, jetzt im Endeffekt, man übersteht ja alles und die Geburt verlief dann auch super und war dann auch echt schön. Also meine Mama war mit dabei und der Murat war mit dabei und da verlief echt alles super. Ich war dann 3 Tage im Krankenhaus und dann sind wir halt nach Hause und ja, jetzt wird sie bald 5. Also ja, aber es war halt echt schön, vor allem so mit der Nadja dann, weil ja dann ja, die Samira an ihrem Geburtstag kam. Also es war echt ein total schöner Moment und ja, also richtig toll. Ja, das war jetzt so ein kurzer Auszug zu Samiras Geburt. Und da in dem Zusammenhang wurde ich eben gefragt, hast du jetzt eigentlich Angst vor der Geburt oder nicht, weil ich ja schon mal eine erlebt habe. Und vor meiner ersten Geburt war es so, da hatte ich gar keine Angst, weil ich mir gedacht habe, komm, ich bin nicht die erste Frau und ich bin auch nicht die letzte, die jetzt ein Kind auf die Welt setzt. Und ich war sogar, als ich im 7. Monat damals schwanger war, bei meiner Schwägerin bei der Geburt mit dabei, weil ihr Mann nämlich umgefallen war. Und sie hat gefragt, ob ich dann nicht kommen könnte. Und ich war dann mit dabei und habe gesehen, wie meine Nichte praktisch auf die Welt kommt. Und es war echt schön, wobei es eine bisschen problematische Geburt war. Also das Kind war stecken geblieben und kamen 1000 Ärzte und war schon so ein bisschen so ein Schockmoment. Aber es hat mich damals trotzdem nicht veranlasst, jetzt irgendwie Angst zu bekommen vor der Geburt, weil ich schon so ein ziemlich optimistischer Mensch auch bin. Und bei Samiras Geburt, wie gesagt, war es dann auch so, ich hatte keine Angst davor und war sehr positiv eingestellt und sehr optimistisch. Und habe zwar dann danach bestimmt so 2, 3, 4 Wochen gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, ich würde schon wieder ein Kind wollen, aber nicht jetzt sofort, sondern erst in ein paar Jahren. Und es hat sich dann auch mit der Zeit so entwickelt. Am Anfang habe ich echt gedacht, ich mache wahrscheinlich nie wieder ein Kind, aber nicht wegen den Schmerzen, sondern einfach, weil die Samira so der Mittelpunkt in unserem Leben war oder immer noch ist und ich einfach so diese Aufmerksamkeit gar nicht mit einem anderen Kind teilen wollte. Also irgendwie war das damals für mich unvorstellbar, nochmal ein Kind zu bekommen und es genauso sehr zu lieben wie die Samira damals. Und es ging wahrscheinlich sogar über 2, 3 Jahre so, wobei ich mir immer sehr viele Kinder gewünscht habe. Und ja, letztes Jahr kam dann, wie gesagt, die Samira und hat sich dann so sehr ein Geschwisterchen gewünscht, vor allem eine Schwester. Am Anfang hat sie sich einen Bruder gewünscht, dann war es eine Schwester. Aber ich meine, ich kann es ja nicht steuern. Und dann hat sich eben auch bei uns so eigentlich wieder der Wunsch entwickelt, okay, wir wollen wieder Nachwuchs. Und jetzt bin ich ja auch ganz froh, dass wieder Nachwuchs kommt. Und es ist wirklich so, also man liebt auch sein zweites Kind so sehr wie das erste und sind beide dann gleich. Auf jeden Fall ist es jetzt so, ich bin so immer noch positiv eingestellt, also sehr optimistisch und ich denke mir einfach, ja gut, die Geburt, das ist ja was, das dauert ja nicht mega lange und ich habe es beim ersten Mal überstanden, werde es auch jetzt überstehen. Natürlich habe ich schon wieder, also was heißt Angst? Angst ist so ein bisschen übertrieben, aber ich möchte natürlich zum Beispiel keine Geburtseinleitung, also wieder diese künstlichen Wehen. Mir wäre es am liebsten, ich hätte jetzt natürliche Wehen und es wird alles natürlich wie möglich laufen. Vor allem habe ich mir damals auch gesagt, ich wollte halt keine PDA, also diese Betäubung, dass man praktisch diese Wehen nicht spürt, wollte ich nicht, weil ich einfach gesagt habe, wenn ich das jetzt legen lasse, dann weiß ich ja nie, wie sich das anfühlt. Und deswegen wollte ich es damals so natürlich wie möglich und habe dann gesagt, okay, die Schmerzen stehe ich jetzt durch und es ist ja nur für eine gewisse Zeit, deswegen. Aber trotzdem, also ja, jeder, der sich eine PDA legen lässt, hat auch seine Gründe und es gibt positive und negative Rückmeldungen, also jeder, wie er es möchte, aber ich wollte es halt damals nicht und ich hoffe auch diesmal, dass die Geburt so natürlich wie möglich verläuft und wird mir trotz der Schmerzen, die ich letztes Mal erlitten habe und ja, trotz dieser Erfahrung mit den künstlichen Wehen, würde ich mir, glaube ich, diesmal auch keine PDA legen lassen, weil ja, es geht ja vorbei und naja, mal gucken, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, Angst vor der Geburt habe ich nicht, aber ich wünsche mir eben, dass es sehr natürlich verläuft
und natürlich, dass wir dann beide auch gesund sind. Das ist für mich eigentlich so das Wichtigste. Vor ein paar Tagen war jetzt auch meine Hebamme bei mir zu Hause. Also ich mache es zurzeit immer so, ich habe jetzt alle 4 Wochen immer einen Arzttermin und meine Hebamme kommt auch einmal im Monat vorbei. Das letzte Mal war es jetzt das erste Mal da. Dieses Mal mache ich jetzt doch keine Geburtsvorbereitung und ich mache auch kein Yoga. Ich kam einfach nicht mehr dazu und werde aber demnächst ein paar Schwangerschaftsübungen anfangen, also so ein bisschen Beckenbodentraining und so weiter, und wird da sogar mit meiner Freundin Anne von Bodykiss so ein paar Übungen auch euch zeigen, wenn euch das interessiert. Also da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall ist es aktuell so, ich habe im Moment, ich glaube etwa, also ich habe mich jetzt nicht mehr gewogen, aber das letzte Mal war es so, hatte ich 11 Kilo drauf, also 11 Kilo seit Schwangerschaftsbeginn. Und mein Bauchumfang ist auch aktuell 1 Meter. Also das ist schon der Hammer, gell? Also schon ziemlich groß geworden. Aber mal gucken, wie groß es noch wird. Das Baby ist jetzt aktuell ungefähr 30 cm groß und wiegt knapp über 1 Kilo. Und ja, ich frage mich, wie groß der Bauch jetzt noch wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie groß er letztes Mal war, aber mir kommt er jetzt schon ziemlich größer vor als bei Samira. Aber ich glaube, beim zweiten Mal geht es einfach viel schneller und einfach mal schauen, wie es wird. Samira hat eine Freundin gerade da. Die Samira ist jetzt mit dabei und sie darf jetzt verraten, ob sie einen Bruder oder eine Schwester bekommt. Was bekommen wir? Eine Schwester und dann sie wäre. Den Namen verraten wir noch nicht. Nein. Die Samira durfte sich nämlich schon einen Namen raussuchen, aber wir sind uns noch nicht ganz sicher. Und wir wollen ja auch wissen, Samira. Was ist heim? Nein, wir wollen ja auch wissen, vielleicht habt ihr noch tolle Vorschläge für ein Mädchen. Es heißt Das hat mit dir echt keinen Wert, gell? Ich hab's gesagt. Also mit der Samira hat es gerade keinen Wert, weil sie verrät die ganze Zeit den Namen. Deswegen habe ich es jetzt nochmal weggeschickt. Ich wollte euch ja eigentlich den Namen, das Geschlecht über eine Torte verraten, also die dann im Inneren entweder rosa oder blau ist, und dann auch so eine Schwangerschaftstorte machen oder eine Babybauchtorte. Aber im Moment kam ich einfach nicht dazu. Es kamen die Minions dazwischen, die ich für euch machen wollte. Dann habe ich noch 2 andere Motivtorten schon abgedreht, die ihr demnächst alles seht. Und ich denke, ich mache auf jeden Fall trotzdem noch eine Schwangerschaftstorte. Ich habe auch Schwangerschaftscupcakes schon gemacht, also so Baby-Cupcakes für eine Babyshower-Party zum Beispiel. Aber ich habe mir jetzt gedacht, komm, ich spanne euch jetzt nicht länger auf die Folter und verrate euch jetzt einfach, was es wird. Auf jeden Fall würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir zum Beispiel ein paar schöne Namensvorschläge macht. Ich finde, also Samira ist ja auch ein arabischer Name. Gibt es zwar auch im Türkischen, wird aber anders geschrieben und anders ausgesprochen. Samira ist arabisch und Semra wäre die türkische Variante. Und mein echter Name, also ich heiße eigentlich nicht Sally, das ist mein Spitzname, sondern mein Name ist Saliha, das ist auch ein arabischer Name. Deswegen finde ich arabische Namen ganz schön oder eben türkische. Auf jeden Fall finde ich es immer ganz gut, wenn Namen auch eine schöne Bedeutung haben. Also da lege ich eigentlich auch viel Wert drauf. Und ja, vielleicht habt ihr da ja schöne Vorschläge. Ich kenne ja auch nicht alle Namen und suche jetzt auch schon die ganze Zeit. Aber wie gesagt, darf die Samira da ein bisschen mitentscheiden. Und sie hat sich eigentlich schon festgelegt. Und jetzt gucken wir einfach mal. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir ein paar Vorschläge sendet wegen dem Kinderwagen. Auf jeden Fall sollte es so ein Kombi-Kinderwagen sein. Also mit Schale und mit Buggy mit drin. Und für eine Autoschale. Also das fände ich auch super. Und ja, so Schwangerschaftsupdates fallen mir ehrlich gesagt immer so schwer, weil ich immer nur da sitze und eigentlich nur rede, aber nichts mache. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt viele Fragen beantworten. Falls ihr doch noch weitere Fragen habt, stellt sie einfach unten in die Kommentare. Ich würde das nächste Update dann wieder so in 4 Wochen machen. Dann habe ich ja nur noch 6, 7 Wochen bis zur Geburt. Ich denke, da kann ich euch dann, wenn es euch interessiert, zum Beispiel auch mal so eine Ausstattung zeigen, wie so eine Erstausstattung. Und würde da einfach zeigen, was habe ich noch von Samira, was kam jetzt noch Neues mit dazu und was habe ich gebraucht, was habe ich nie gebraucht und kaufe es mir auch jetzt nicht. Oder ja, einfach so, ja, vielleicht habt ihr da noch Fragen und ich beantworte sie euch dann das nächste Mal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr viel Spaß hattet. Mit der Samira hatte ich ganz schön viel Spaß. Da kommt sie jetzt auch schon wieder. Übrigens hat sie gerade ein bisschen in ihrem Zimmer. Ich habe den beiden nämlich Obst und Gemüse klein geschnitten, damit sie ein bisschen was naschen können. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Sie hat es klein geschnitten und mit Knete vermischt und mit so einem Löffel verrührt. Naja,
Sie wollte halt ein bisschen Sallys Tortenwelt spielen, aber ja, muss man ihr noch ein bisschen erklären, dass man mit Lebensmitteln nicht spielt. Naja, das mache ich auf jeden Fall jetzt gleich nochmal und werde die zwei noch gleich schminken. Die bekommen ein bisschen Kinderschminke und ja, dann freue ich mich schon wieder aufs nächste Mal. Und bis bald. Tschüss. Ja, ursprünglich war ja geplant, ich wollte ja eigentlich das Geschlecht über eine Torte verraten. Also eine Torte, die dann innen rosa oder blau ist. Wobei ich immer so, ja, dieses Geschlechterspezifische nicht so gut finde. Aber ich habe trotzdem was in rosa, also bereitgestellt. Naja, was soll's. Aber ich komme im Moment einfach nicht dazu, fondant Torten zu machen. Ich habe ja neulich schon die Minions und so weiter gemacht und hat das Wetter nicht gestimmt. Und bei so heißem Wetter wollte ich mich eigentlich nicht noch in die Küche stellen und stundenlang etwas machen, wobei ich es trotzdem gemacht habe. Ich habe zwei Torten für euch gemacht, aber